Übrigens, Frauen sind vergleichbar mit Krähen, Sir. Wenn man ihnen etwas Glänzendes hinhält, picken sie sich deswegen zu Tode. Etwas wie eine Briefmarke. Keine Sorge, er führt sie nicht an der Nase rum. Das ist ernst gemeint. Aber offensichtlich kann ja nur eine Frau darauf zu sehen sein. Und was für eine großartige Ehre diese Ehre ist. Oh Gott, mein Gesicht auf einer Briefmarke? Wie die Worte für immer. Oh, Briefmarken könnten mich wieder berühmt machen. Wussten Sie, dass Rick James mich per Einschreiben von seiner Tournee gefeuert hat? Das ist so cool. Ich weiß, dass ich nicht eingeladen wurde, aber Briefmarken. Ich bin so etwas wie ein Philatelist. Oh, ich bin mit der Dekontaminierung des Leitungswassers nicht weitergekommen, also arbeite ich an einem aerosolierten Halluzinogen, damit die Leute das Sani trinken. Wir alle hier sind beschäftigt, aber das ist echt wichtig. Und es wird lustig. Es ist so geschmacklos wie frivol. Eine Briefmarke? Wir haben ja nicht mal mehr ein Postamt, nur die Lady auf ihrem Pferd. Bürger, seht alle her! Ich liefere Hoffnung! Ja. Vielleicht könnte ich ja mitdesignen. Schöne Briefmarken zu designen war bisher nur ein Hobby von mir, aber... Oh, hat der Künstlerbedarfshändler am DuPont Circle überlebt? Ich bin gleich wieder da. Repräsentation ist wichtig, Dr. Braun. Als ich noch klein war, wurde Angela Perez Barraquillo plötzlich die erste asiatisch-amerikanische Miss America. Und das inspirierte mich dazu. Eine Schönheitskönigin zu sein? Ja, wir brauchen mehr davon. Ich muss zurück ins Labor. Ich kann unmöglich noch etwas dazwischen quetschen. Schon gar nicht so etwas Sinnloses. Im Bett.